Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario 64. Nachdem wir letztes Mal ein paar Sterne wieder gut gemacht haben, können wir jetzt einfach weitermachen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das ist erstmal die Frage. Wir wollten, glaube ich, hier anfangen. Oder haben wir das schon angefangen? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich erstmal nachgucken. Ich bin gerade völlig planlos. Ach gut, wir haben schon angefangen. Gut. Fernandes Pinguin-Baby. Nein, das machen wir noch nicht. Wir machen erst einen anderen Stern. Und so hat er auch wieder hier mit dem Kamin zu tun. Und vor allem mit der Strecke da drin. Und zwar. Ach, ein Pinguin, was willst du denn? Hallo Mario. Du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Und ich sage, na klar, es ist zwar noch niemandem gelungen, mich, den Schlitterkönig, den Schlitterkönig aller Klassen, zu besiegen, aber du kannst es einmal versuchen. Wie steht's? Na klar. Und da dürfen wir die Abkürzung leider nicht verwenden. Und der Pinguin, also der macht ordentlich Druck. Und die Strecke hat auch ein paar wirklich schwierige Stellen. Die können einen da wirklich raushauen. So. Aber das ging jetzt noch. Schwierig wird es jetzt hier. Vor allem, weil das Arschloch. Nein! Weil das blöde Arschloch einen da auch schön runterschubst. Ah, Mist. Müssen wir nochmal machen. Haben wir jetzt neben verloren? Ah. Aber scheiß drauf. Einfach weitermachen. Gut. Nächster Versuch. Rein da. Nächster Versuch. Ja, da können wir schon. So, weil ja gerade schon vorgelesen brauche ich nicht nochmal vorlesen. So. Tschüss, Pinguin. Viele sagen, es geht besser, das Rennen zu gewinnen, wenn man auf dem Bauch vorweg schlittert. Man ist zwar dann schneller, aber er lässt sich auch wesentlich blöder steuern. Und hier muss man wirklich im Sitzen hier runterrutschen, weil sonst wird das nichts. Alter, geh mal aus dem Weg. So, aber wir haben gewonnen. Na, sprichst du mir jetzt auch mal mit mir? Geht doch. Ah, scheiße, hab ich vergessen vorzulesen. Ah, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ihr wisst es nicht beabsichtigt, also wenn ich das mal wirklich vergessen sollte, dann tut es mir wirklich ernsthaft leid. Dann bin ich einfach zu eifrig. Und das Geile ist, wir haben genau 64 Münzen. Und was spielen wir? Mario 64, ich hoffe, für die Nintendo 64, also wow. Dafür doch mal Respekt. Das war alles geplant, so ja, war alles geplant. Aber jetzt können wir ruhig das scheiß Pinguin-Baby finden, mein Gott. Aber wie gesagt, da gibt es auch wirklich eine witzige Sache. Also wir gehen jetzt erstmal hier runter. Aber wir müssen eben mit der blöden Uschi da sprechen. Tut mir leid. Gut, so. Hey Kleiner, hast du mein Baby gesehen? Es ist das schönste und süßeste Baby der ganzen Welt. Vor kurzem war es noch bei mir, aber ich habe keine Ahnung, wohin es sich verdrückt hat. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich die Suche beginnen sollte. Oh, was für eine fürchterliche Tragödie. Und jetzt mal rein logisch überlegen. Wie gesagt, vor kurzem war es noch da. Welches müsste es denn sein? Scheiße, sieht man jetzt nicht. Aber da oben ist eins. Aber nein. Das, was da in der Nähe ist, das ist es nicht. Und wenn man das so weiter hinbringt, dann wird die Mutter so richtig beleidigen. Ich hab gesagt, mein Baby ist süß. Und all sowas.
Aber nein, es muss natürlich das Pinguinbaby sein, das am weitesten entfernt ist. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Und zwar packen wir uns jetzt hier den blöden Idioten und rutschen mit dem das blöde Ding runter. Aber man kann natürlich auch anders machen. Nein, Teleporter geht nicht. Aber man kann noch was anderes machen. Und zwar, na komm, komm. Springt man einfach hier runter. Okay, gut. Das hat nicht geklappt. Kommst du jetzt her, du blöder Pinguin? Ey, renn doch nicht weg. Alter, willst du mich verarschen? Kommst her. Oh. Geht doch. Hallo? Mario, hast du irgendwelche Probleme unter Wasch? Dann gehen wir hier hoch. Und zack. So. Dann gehen wir mit dem blöden Pinguin über diese scheiß Schneemannbrücke. Alter, wie ich die hasse. Ich glaube, das kommt jetzt gerade so rüber, als ob ich das ganze Spiel hasse, aber es ist nicht so. Oh, Jungchen. Was soll man hier? Danke. So. Fertig. Willst eigentlich nur noch hier runterrutschen? Also hier runter. Dann. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß. Ich fand neulich diesen Stern. Hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Ne? Ewigen Dankbarkeit. So. Stern nehmen wir aber noch nicht. Pass auf, pass auf. Wir nehmen das Baby. Jetzt wird die erstmal voll aggro. Jetzt gehen wir mal in Richtung Klippe. Jetzt bleibt die auf einmal voll gechillt da stehen. So nach dem Motto, ja, okay, gut. Ist egal. Jetzt schmeißen wir jetzt mal hier runter. Und die steht da immer noch voll gechillt, so nach dem Motto, ah, scheiß drauf, das Ding geht mir eh auf den Sack. Hab's eigentlich nur fürs Kindergeld gemacht. Aber egal, ich schmeiß halt runter. Was eine Rabenmutter, ey. So, finde das Pinguin-Baby. Okay, haben wir gemacht. Nächste Mission. Ach nee, jetzt kommt der blöde Wandsprung. Oh. Da habe ich so scheißen Dreck lange gebraucht, ey. Nein, nicht die 8 Gruppen, die wollen wir nicht machen. Wir wollen was anderes Dämliches machen. Nein, mit dir rede ich auch nicht. Mal gucken, ob ich das schaffe. Alter, Junge. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ich weiß, ich habe mein Skill verloren. Oh, Junge. Komm rauf da. Oh, bist du bekloppt oder was? Ich weiß, ich habe mein Skill verloren, aber trotzdem. Ha, was? Was war das denn? Okay, gut. Nehmen wir halt doch den einfachen Babyweg. Wenn ich wenigstens das schaffe. Och Mann, ist das peinlich. Aber ich glaube, der Wandsprung selber, der wird noch peinlicher. So. Bitte teleportieren, danke. So. Hört's husten, hab ich immer noch. Ändert sich nicht innerhalb von ein paar Stunden. Ja, aber toll. So, na. Ja, sagt wie gesagt immer das gleiche wie sonst auch immer. Whee! So, jetzt in die blöde Kanone rein hab. Ich hoffe, ich schaffe das noch in dieser Folge. Das wird eng.
erstmal den Baum anzupeilen ist schon mal ein bisschen schwierig. Das müsste eigentlich klappen. Jawohl. Hier kommt gleich um die Ecke eine schöne Überraschung. Zwei dieser Dinger. Zweitsprung. Das Gute ist, dass hier so ein Herz ist und glaubt mir, das brauchen wir auch. Okay, gut. Das hat schon mal nicht geklappt. Okay, jetzt will er schon wieder keinen Seitwärtssprung machen. Hey! Was soll das denn, Mario? Warum bist du jetzt auf einmal so gut wieder? Jetzt noch zu dicht am Rand. Da haben wir ihn! Yay! Hätte nicht gedacht, dass das so schnell schon was wird. Jetzt brauchen wir noch was anderes. Irgendwas, was noch schnell geht. Eieieiei. Sprechen wir weiter. Was geht noch schnell? Bowser besiegen. Das geht auch total schnell. Geht eigentlich. Der erste Bowser geht auf jeden Fall total schnell. Haben wir schon? Haben wir schon den hier freigeschaltet jetzt? Andere Seite, genau. Nein. Willst du mich verarschen? Okay, gut. Jetzt nochmal. So. Diesen Stern holen wir noch nicht. Wir wollen nur das Ding freischalten. Schon wieder habe ich vergessen vorzulegen. Schade. Nicht getroffen. So, jetzt haben wir die rote Kappe freigeschaltet und die brauchen wir auch. So, dann würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge. Haut's raus, bis später und Danny.